Wisst ihr? Das ist, Leute, nur weil ich sag zum Beispiel als Streamer, ich bin Midlaner, also sage ich, Jungle ist besser als Mitte, wobei Mitte auch sehr, also vielleicht sogar besser ist. Das ist einfach, wenn du OTP-Spieler bist, wenn du Streamer bist, du sagst immer, dass dein Champion oder deine Lane kacke ist. Ne? Weil dann hast du Ausreden, wenn es nicht läuft. I brought my tent auf Kassadin. Und Intman. Ach du Scheiße. Da fängt's schon wieder an hier, Leute. Da fängt's schon wieder richtig an. Na, komm da nicht hin. Wait. What? So. Jetzt ab in die Mitte hier. Rumble gut in Kassa? Nee. Der hat ja Kassa in Rumble reingepickt. Das wird er wahrscheinlich nicht gemacht haben, weil Rumble gut gegen Kassa ist, ne? Also würde ich jetzt mal tippen. Ja, Kassa ist gut gegen alle AP-Champions und natürlich speziell gegen Melee-AP-Champions, ist ja klar. Weil du dann halt dein W viel effizienter einsetzen kannst als in den Ranged-Matchups schon von Anfang an. Wir spielen ja Predator Rumble, das heißt, wir wollen nicht für Lane spielen, sondern für Sidelane wollen wir spielen. Early Boots holen und dann vielleicht TP hätte ich ja auch noch spielen sollen, oder? Wenn ich für die Poke-Variante gehe. Ich werde mal einigermaßen heated bleiben hier. Dann können wir ihn jetzt gleich überraschen. Schönes Heat-Management und dann könnt ihr... Ihr könnt sehr viele Midlaner überraschen mit einer vollen Combo. Als Rumble. Der probiert zu freezen, die Minions sind zu low für einen vollen Freeze. Wir müssen ja aber um die Runde laufen, ne? Das ist sogar super int, was er da macht. Da freest er die Lane zu mir zurück. Das war natürlich Giga-Int hier. Sehen wir uns das hier mit. Der nächste halt wird Liandres. Gucken wir, ob wir den Stratego-Q-Account endlich ein bisschen hochbekommen. Na, ihr seht, die Wave bounce tatsächlich zu mir zurück. Wir wollen ihn jetzt nochmal overextenden lassen, wenn es geht. Und dann, sobald der Level... Ah, shit, jetzt habe ich nicht. Sagte er und fing an, die Wave zu pushen. Perfekt. Sobald wir Level 6 sind, wollen wir dann anfangen, halt die ganze Zeit zu roamen. Ja, immer schauen, dass ihr schön geheatet seid hier. Und dann schauen, dass die Wave wieder zu uns zurückpusht, wenn möglich. Okay, wir haben... Losing Board, Oh mein Gott, der Jungle ist richtig hart losing. Ey, holy shit, krieg die Platte auch nicht. Wir gucken nicht hin, dann ist der Schmerz nicht ganz so tief. Wir haben halt unser Zeitfenster ist nicht mehr allzu lang in der Mitte. Ja, ich sollte einfach jetzt anfangen zu roamen. Was halt das Problem ist, wir können halt... Na, wir könnten Toplane gerade auf die gestackte Wave roamen. Das Predator macht bis jetzt gefühlt überhaupt nichts, ne? Schade, dass ich nicht mehr zum Igniten in die Backline komme. Wir kriegen den Top-Jewel dafür, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, dass unser Jungler so extrem useless ist. Weil der hat nicht mal den Herald oder irgendwas genommen währenddessen, ne? Sondern der macht halt überhaupt nichts, während die Nidalee die komplette Map zerstört, ja. As per usual. Aber wir können jetzt anfangen, auf die Sidelane zu gehen. Der hat auch nur 30 CS, obwohl die Nidalee permanent gankt. Was ist denn, was passiert denn da, Das ist schon wirklich extrem useless, was der macht, jetzt macht er den Herald. Wir müssen halt einfach carryen. Ist kein Problem, ne? Für uns, hoffentlich. Sehr schön Richtung Liandres langsam gehen. Weil die Gegner werden nicht in Magic Resistance investieren können. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wenn sie kommen, müssen wir mit der Rumble Ult halt klären einmal. Well heated hier. Er ist alleine gerade, wir sehen das. Flash wird kommen. Bitte ulte doch wenigstens, Alter. Ist der geboostet, der Kerl? Wait, what? Der hat Ulti und Dings ab. Schade, ich habe mich falsch geheatet, ne? Und habe deswegen den Dings nicht gekriegt. Ich habe mich falsch geheatet und habe deswegen die eine Rakete nicht gekriegt. Der hat geflasht und geheilt, der Luschen. Lepitz, ich wäre nichts mehr. Dadurch, dass ich falsch geheatet habe, habe ich nichts mehr machen können da. Also, das war alles, was ich hatte. Ich habe keine Raketen mehr gehabt. Also ich kann ihm da hinterherlaufen, aber dann tötet er mich einfach, weißt du? Ja, jetzt gucken wir, was wir hier weitermachen können. Das ist schon echt übel, der Xin. Das ist schon echt übel, weil das sind ja schon so Master- und Diamond 1 Games hier. Also das muss jemand sein, der sehr viel Zeit ins Spiel misst hier. Zweiter Tag. Wir haben einfach zu dritt unten. Schade, das ist so ein richtiges jickes Game hier. Wir haben unsere Lane so hart dominiert. Wir können einfach nichts machen daraus, weil dann alles brennt. Die Jungle und Support sind so wichtig aktuell, ne? Das heißt, es ist halt, die drei Lanes müssen halt zusammenpassen, ne? Mitte, Jungle und Support. Und wenn sie das nicht tun, dann ist es einfach immer so schwer. Oh, das war da sehr gut von unseren. Oh, das war sehr, sehr gut von. Da. War sehr schlecht vom Renekton auf der anderen Seite. Das wäre wichtig, den zu killen, ja. Schade, wenn der Renekton da nicht... Der Renekton träumt komplett.
Guten alten Riven-OTP. So, okay. Sehen wir uns das sehr schnell? Ich bin immer noch sehr, sehr stark. Rumble ist aktuell auch sehr, sehr gut. Ist einer der besten, wahrscheinlich einer der besten Midlaner zurzeit auch. Ja, Draco auch nicht einfach bekommen, oder? Ich hab mir doch sehr gewagt. Ich kann jetzt runterlaufen, aber der Zug ist gleich abgefahren, Jungs. Wait, wie könnte das denn sein? Ich kill einen oben, Lucian ist oben. Ja, aber wie, also jetzt auf der anderen Seite, wie können die denn alle oben sein? Und wir kriegen, die kriegen Drake auch noch. Hä? What's happening? Ja, die gegnerische Riven spielt auf jeden Fall in unserem Team mit. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach straight up Rabadons hier. Lass uns das mal austesten, den Bild. Challenger, das ist ja jetzt, also der Account ist Diamond 4 und der hat ungefähr so Diamond 1 Master MMR, also in dem Bereich. Also schon ein bisschen drunter. Nee, warum wissen die, dass das der da drin ist? Der sieht aber sehr gut aus für uns, oder? Yep. Sag mal, Steelback, geht's noch? Ich meine natürlich, ja, ne? Passiert den Besten. So, wir können jetzt die Riven schon unten behalten, die ist komplett useless. Ich dachte schon, der Nautilus hat den auch bekommen. Das wäre es aber gewesen. Ja, wir arbeiten immerhin sehr, sehr viel für unser Team. Muss ich noch nicht so bis jetzt, aber hey, wir arbeiten viel. Wir arbeiten sehr, sehr viel. Okay, die hat Herald genommen. Die Gegner kriegen sämtliche Objectives. Währenddessen farmt unser Jungler, aber er ist doppelte CS behind. Sehr gut, sehr gut. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich will noch bis zum nächsten Needless Lila Trot schnell kommen. Oh shit. Nicht, dass ihr ohne mich fighten solltet, Kinder. Not quite sure about this one. Na, immerhin, it's one for one. Ist im Endeffekt sogar okay, ja? Meinte ich, hätte da reingekonnt, ne? Hinten. Mit Flash. Ich habe ihn nicht getraut. Ich hätte da hinten reingekonnt. Alter. Ja, so eine ultra gefeedete 11 Kill Nidalee ist schon was Schönes, muss ich sagen. Ich glaube, stirbt die? Ich meine, die Riven könnte probieren zu chasen, aber ich glaube, der kann da oben intercepten. Der nächste Drake ist halt gleich ab, aber ich glaube nicht, dass wir den nehmen können. Ignited ist ja schon reingekommen. Ja, ich habe mein Damage ein bisschen unterschätzt da. Ich habe tatsächlich, also mein Damage ist brutal. Ein Stepsoloki. Ah, jetzt einen Moment im Game bitte haben. Bitte Stepsoloki. Stepsoloki, ulte doch wenigstens! Oder Flash oder mach irgendwas! Das gibt's doch nicht! Oh. Nein, er hatte keine Ulte. Also der Kerl, das wird mich nicht. Entweder dann ist ein Supportman oder der ist Elo-boosted, der Kerl. Das ist kriminell, wie der spielt. Das ist wirklich kriminell. Also da, was der schon rausgehauen hat, das Game für Players. Meine Güte! Können wir denn. That's fine, right? Okay. Ja, that's actually really fine. Kann den killen, Digga. Oh doch, wenn er reingeht, schon. Nice. Okay, was können wir jetzt holen? Das ist die wichtige Frage. Ich habe jetzt mal einen Rabadons ready. Ich glaube, gehe ich jetzt noch Morellos schon, oder? Stepsloki! Die alte Xing-Xau-Legende. Ich werde jetzt hier kurz die Waves fahren. Ich meine, wir kriegen halt nicht wirklich was dafür, ne? Wir haben immerhin den einen Cloud-Drake gerade bekommen. Was? Das ist doch nicht dein Ernst! Wie hat denn der Hook mich getroffen? Was? Zum Glück ist es trotzdem kompletter End. Okay, die können. Sag mal! Also jetzt aber mal ohne Scheiß! Der Nautilus steht genau neben mir, ne? Ja, nice. Wir kriegen den. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, Mann. Schön. Aber ich int ja mittlerweile genauso hart wie Stepsology in Jungle. Das gibt's ja nicht. Aber tatsächlich können wir gewinnen hier. Tatsächlich können wir gewinnen hier. Ja. Bin hier oben gerade in die Engstelle gelaufen gegen Rumble. Brrr, brutzelt. Das aber schön. So ein saftiges Steak auf der Grill, ne? Jo, Jungs, der ist was Schönes.
Richtig schön saftige Trumpsteak, du. Da brutzelt noch schön, du. Sorry for this game, guys. Happens to the best, Mister. Well played. Der Nautilus hat extrem gut, gut gespielt. Der hat das ganze Game gecarried von der Support-Position mit seinen Hooks. Der war richtig, richtig sexy von dem. Der gute alte Steelback. Der hat früher, erinnert ihr euch noch an die Zeiten, wo der AD Carry gespielt hat? Goddammit, langes, irgendwie lang her, ne? Okay, wir wollen noch einen Win, um die Promo hier zu holen. Noch einen Win für die Promo. Wir haben Most Damage aus unserem Team. Aber die Nidalee hat insane gespielt bei den Gegnern.